Jo, Tache Nasenbären und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video werde ich euch jetzt mal was ist da los? Oh, der Großeinsatz wurde beendet, so wie es ausschaut. Das heißt, ich kann euch jetzt nochmal hier in Einsätze zeigen. Das habe ich nämlich jetzt erst festgestellt. Müssen wir gleich mal gucken, was wir haben für den Einsatz bekommen. Wo ist er? Patientenbehandlung, Ölspur. Hä? Jetzt bin ich baff. Ja, irgendwie zeigt es mir jetzt da gerade nichts an. Ja, okay. Ja, leider sind jetzt unsere Fahrzeuge hier noch ziemlich weit weg. Die sind ja noch nicht einmal in Erlangen. Und haben eine sehr lange Rückfahrzeit noch. Schauen wir einfach mal bei dem, wie lange braucht der? Steht doch bestimmt irgendwo noch ist hier irgendwo angeschrieben, aber in dem Fall nicht. Ach, ist das blöd. Ja, kleine Information zu diesem Spiel. Und zwar habe ich jetzt vorhin erfahren, dass das Spiel gestern offline war. Ja, gestern. Weil vermutlich Probleme mit dem Server bestanden sind. Alle, die das Spiel spielen, kann ich euch gleich beruhigen. Ihr bekommt dafür eine Coins-Gutschrift. Bloß, dass ihr Bescheid wisst. So. Ja, da wir jetzt leider hier nicht so viel machen können, werde ich jetzt eben was anderes dann machen. Und wir haben hier eine Mitteilung. Wo haben wir es denn? Ach, das war das, was mir MC Disaster schon gesagt hat. Bezüglich der Verbandsnamensänderung. Vielleicht wisst ihr irgendwie jemanden einen guten Namen für den Verband, der einfach ist und den man sich einfach merken kann. Vorschläge werden immer gern gesehen, die könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ja, wir machen das jetzt so. Da wir leider hier nicht weiterspielen können, werde ich jetzt halt aus überlegen, was wir dazu noch machen könnten. Was könnte ich euch jetzt vorstellen? Gabagi Garage könnten wir nochmal wieder spielen. Ja, da müssen wir jetzt erstmal auf Google. Weil ich nicht mehr weiß, wie man das eingibt. Damals doch Gabal Garage. Ich hoffe, da sind meine Daten gespeichert. Ich glaube, die 2er waren wir. Genau. Get Flash Player. Ernsthaft? Das ist jetzt ärgerlich. Get Flash Player, okay. Product Placement. Dann muss ich euch leider in dem Stückchen enttäuschen, dann machen wir was anderes. Was könnten wir dann spielen? Dann spielen wir jetzt Farmarama. Ne, Farmparadies könnte man spielen. Das ist doch ein gutes Spiel. Das kennt ihr ja schon. Ja, Farmparadies, das habe ich ja euch schon mal vorgestellt, grob. Ich hätte gesagt, dann spielen wir halt einfach mal Farmparadies. Da das jetzt alles nicht so hinhaut wie ursprünglich geplant. So, dann machen wir erstmal die ganzen Ställe leer. Und erstmal diese ganzen Sachen. Dann gehen wir mal in die Stadt und holen uns unsere 20 Lose, weil man kriegt ja alle 24 Stunden bekommt man ja hier 20 Lose. Die übrigens mit dem Level hier teurer werden. Desto höher euer Level, desto höher auch der Preis. Okay, was hat man noch? Schauen wir mal auf dem Marktplatz vorbei. Nichts drin, okay. Dann lösche ich mir mal die ganzen Nachrichten raus. So. Dann könnte ich jetzt gleich einmal schauen, ob ich schon premiummäßig verlängert worden bin. Schaut dann auch aus, ne, weil ich noch knapp ein Jahr habe. Notfalls schauen wir jetzt mal ins Lager, ob die mir den entsprechenden Coupon schon ins Lager gepackt haben.
Weil ich hier ja auch im Endeffekt Admin bin. Nein, haben sie noch nicht. Das kommt dann noch die Zeit. Ja, was können wir jetzt hier machen? Nicht viel eigentlich, aber wir können mal. Ich kann es euch mal vorstellen, das Spiel. Also fangen wir mal an hier bei dem Kapitel Pharma. Ja, Fähigkeiten. Ihr bekommt solche Skillpunkte, wenn ihr hier ein Level aufsteigt. Und die könnt ihr dann hier verteilen. Ich setze immer viel auf Viehzucht, weil desto mehr Erträge bekomme ich. Steht ja auch die Erklärung immer da. Das machen wir jetzt mal schnell. Ja, um kleine Info an die Skillpunkte. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine 0 hier hinten dran setzt, das ist die maximale Stufe, was ihr hier haben könnt. Hier wäre es maximal möglich, 4460 oder 70, irgendwie sowas in den Dreh war das. Auf jeden Fall, glaube ich, sogar 70, also 10 Punkte mehr man haben kann, als man stufenmäßig ist. Also im Endeffekt pro Stufe kann man 10 Skillpunkte irgendwo draufpacken. Ja, dann seht ihr es natürlich hier. Angeln, Verkaufspreis der Fische steigt und man fängt pro Angelvorgang einen Fisch mehr. Das heißt, ich müsste hier normalerweise mittlerweile 2000 Fische fangen, aber ich glaube nicht, dass das so viel sind. Ich glaube, da kriege ich jetzt 293 Fische oder sowas. Irgendwie so um den Dreh oder 920 Fische, aber ich glaube, das war alle 100 Dinge. Das ist der Wecker von MC Disaster. Aber wir haben ja noch Zeit. Ja, ich nehme, wie ihr seht, um 4.31 Uhr nehme ich auf. Dann hier steht, ja auch wieder dort, ein Verkaufspreis der erwirtschaftlichen Erträge steigt auf 0,1%, wobei das egal ist, weil man das ja auf dem Marktplatz da verscherbeln kann. Und alle 100 Stufen bekommt ihr einen Ertrag mehr. Pro Viech wohlgemerkt. Also wenn ihr 100 Viecher habt, kriegt ihr dann sozusagen pro Stufe 100 Ertrag mehr. Dann Verkaufspreis für wirtschaftliche steigt und hier halt wieder, man bekommt mehr Frucht. Und ihr könnt es ja im Endeffekt auch selber lesen. Ich tue das jetzt mal hier so hin, dann könnt ihr es noch lesen. Könnt ihr ja pausieren. Ja, dann hat man die Fähigkeiten. Dann geht es weiter auf Lager. Ja, ihr habt es vorhin schon gesehen, im Lager werden die Produkte, die man hat, eingelagert. Ob es eine Lagergrenze gibt, weiß ich nicht. Weil mein Lager war schon mal total viel drin und das war nicht, ist trotzdem nicht voll gewesen. Auf jeden Fall, und ihr seht es ja hier allein schon, 11 Millionen. Also ich glaube, Lager hat man unbegrenzt an Kapazität. Dann Werkzeugkiste. Seht ihr wahrscheinlich jetzt hier, könnt ihr euch schon was bestimmt darunter vorstellen. Man braucht hier dementsprechend hier hinten das die jetzt hier Bronze. Und dann kann man das verbessern. Oder Silber oder Saphir, je nachdem. Und wenn das, wie jetzt hier unten bei Melkmaschine, wenn das dann teilweise aufgebraucht ist, wie jetzt hier, dann kann man es auch reparieren. In dem Fall, da steht Diamanten. Und dann ist es repariert. Ich habe hier jeweils die maximale Stufe erreicht. Und hier genauso. Schermaschine repariert. So. Dann hätten wir das auch schon erledigt. Dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Dann die Aufgaben. Ja, es gibt tägliche Aufgaben, wie jetzt hier. Angle 10 Mal. Gebe mindestens einmal das gesuchte Item ab. Ernte mindestens einmal dein Feld, füttere mindestens einmal deine Tiere, gehe mindestens dreimal drei Felder im Sumpf. Ja, dann muss man halt dann die Aufgabe finden, dann kriegt man was wieder. Hier steht der Dotten, dreimal Torf und 5 Premium-Punkte. Premium-Punkte braucht ihr zum Beispiel, um euer Premium-Account zu verlängern. Dann hatten wir hier gesuchtes Item, Zwetschge, 250, kann ich aber nicht abgeben, weil ich keins habe. Und dann hattet ihr hier noch Weine. Die könnt ihr herstellen, da kommen wir dann später dazu, glaube ich. Ja, müssen wir dann später dazu kommen. Die könnt ihr dann hier abgeben, da kriegt ihr natürlich auch richtig schöne Sachen. Dann hier Aktivität im Chat. Da müsst ihr dann im Chat oben, da ist jetzt bloß gerade keiner aktiv, müsst ihr die Person anklicken. Und dann könnt ihr diese Aktion machen. Und dann kriegt man halt hier auch wieder einen kleinen Bonnie.
Und dann kann man auch noch Spiele werben. Dann kriegt man eben Premium-Punkte. Das wäre jetzt mal Aufgaben. Dann hätten wir hier Login-Bonus. Das ist jetzt mir auch neu. Belohnung erhalten. Ah, okay. Desto öfter man sich sozusagen jetzt einloggt, desto mehr Bonus kriegt man. Gutes zu wissen. Auch nicht schlecht. Das haben sie jetzt neu reingemacht. Muss ich sagen, das kannte ich selber auch noch nicht. Dann gehen wir weiter unter der Rubrik Farm. Da haben wir jetzt zum Beispiel das Feld. Da kann man Land kaufen. Das habe ich schon ziemlich viel. Das ist ziemlich teuer mittlerweile, wenn ihr mal schaut, Land kaufen. Was mich der Quadratmeter mittlerweile kostet. Und ich meine, ich habe ja 300.000. Das langt mir locker. Dann Bäume anpflanzen. Müsst ihr natürlich machen, bevor ihr hier auf Bäume gehen könnt. Da könnt ihr dann hier auswählen, was ihr wollt, und dann könnt ihr die anpflanzen. Wenn ihr angepflanzt habt, werden die hier aufgelistet und dann könnt ihr die ernten, aber das hier habt ihr jetzt zum Beispiel nicht, deshalb habe ich bloß durch Premium. Dann Samen pflanzen. Kann ich jetzt hier zum Beispiel, ich kann nicht so viele sehen, weil ich die so viel sehen kann, wie hier Energie ist, glaube ich, irgendwie so war das. Und Übersicht, da seht ihr natürlich dann eure Felder. Dann gehen wir weiter zu Stallungen. Da waren wir ja vorhin schon drauf. Da hat man eben dann hier so eine Viecher drinnen. Ich habe natürlich schon relativ viel. Ich habe überall das gleiche. Das ist im Endeffekt überall gleich aufgebaut, bloß dass halt eben das Viech anders ist. Und Ausbauen ist bei mir jetzt zum Beispiel auch schon sehr, sehr teuer, wie ihr es hier seht an dem Preis. Also da bin ich an einem Punkt angegangen, wo ich jetzt momentan mehr oder weniger friese. So, kommen wir zur Weinherstellung, die ist hier im Haus. Also man hat hier erstmal hier die Küche, da kann man Rezepte machen, wie zum Beispiel Blauweinrolade oder irgendwas. Und dann seht ihr, was ihr braucht. Und dann könnt ihr das herstellen. Dann hier Weinkeller, das ist das mit dem Wein. Da wählt ihr halt dann aus, welche Frucht ihr nehmen wollt. Entweder Wein oder was halt, oder keine Ahnung, Kirsche oder so, je nachdem halt, ne? Dann braucht ihr 200 mal Zuckerrohr und ein Gärgefäß und dann könnt ihr einen Wein herstellen. Und hier seht ihr, wie viel ich im Lager habe. Zuckerrohr ist nichts, aber Gärgefäße habe ich massenhaft. Dann Labor. Das kenne ich jetzt selber nicht, da muss ich selber kurz gucken. Ah, da kann man Kraftfutter herstellen. Oder Dünger oder sowas. Also auch sehr, sehr gut und einfach eigentlich. Dann Teich. Teich. Wildtiergehege und Kräutergarten sind im Endeffekt genau das gleiche. Und zwar, man hat hier seine Viecher drin. Und je nachdem, wie viel ihr drin habt, kriegt ihr halt dann immer alle 3 Tage Nachwuchs. Ich sehe gerade, dass ich hier jetzt nur ein Stück habe. Das heißt, ich werde jetzt gleich noch Fische in den Teich setzen. Schubuken 1800 Stück. Fische einsetzen. So. Und jetzt, wenn ich hier auf Teich gehe, dann seht ihr es. Dann kriege ich jetzt jeden Tag 1800 Stück. Was natürlich ganz gut ist. So. Wie viel kann ich überhaupt noch reinsetzen? Niemals, keinen. Okay, im Wildtiergehege ist es im Endeffekt der gleiche Fakt. Da kann ich jetzt auch gleich das machen. Was habe ich jetzt dafür Viecher drin? Muss ich mal schauen. Berglöwe, okay. Dann setzen wir da noch. Berglöwen 1750. Zack. Wie ihr seht, ich habe das immer recht gerne gleichmäßig. Ich habe das hier eigentlich immer schon gleichmäßig, dass das funktioniert. So entsprechend habe ich es auch ausgebaut und ihr seht ja hier der Preis höllisch. Wobei das hier noch eigentlich geht. Weil hier brauche ich, das habe ich, wie ihr hier seht, also gängert normalerweise. Da auch wieder der gleiche Effekt, Heilkraut. Natürlich auch wieder 1750 einsetzen und dann ist das nämlich genauso perfekt. So, dann hätten wir eigentlich die Farm durch. Dann gehen wir in die Stadt. Naja, Bank könnt ihr euch vorstellen, das, was man eben an der Bank macht. Man kann an andere Spiele überweisen oder man kann hier Geld einzahlen und bekommt dann hier 0,75 Zinsen am Tag. Wobei ich euch da raten kann, dass ihr in den Clan geht, weil da kriegt ihr in der Kasse mehr, theoretischerweise. Wenn ihr zum Beispiel mein Clan wärt, könnte man das zum Beispiel so machen.
dass man da im Endeffekt vielleicht 0,05% oder so mehr kriegt. Wäre von Anfang ganz gut. Ich meine, anfangs würde ich euch auch pushen können, das wäre kein Problem. Dann Casino, waren wir ja vorhin schon drauf. Man kann entweder hier mitspielen, das kostet 250, oder ihr könnt hier eben eure Lose abholen. Mehr gibt es ja eigentlich nicht im Casino. Dann kommen wir zum Recycling Center. Da könnt ihr dann so Sachen, die ihr angelt, weil das sind meistens Sachen, wo ihr angelt, könnt ihr dann hier eben verticken für den Preis, was ihr hier kriegt. Oder ihr könnt hier Items tauschen. Das ist jetzt hier wegen mit meinen Diamanten zum Beispiel. Ich könnte die Diamanten, oder hier im Saphir kann ich es euch zeigen, weiter. Und dann seht ihr, was ich dafür bekomme. Da war mal Großhandel. Da kriegt ihr dann die Grundstoffe wie Futter oder sonst was. Wie ihr hier seht, also Samen etc. Die Tiere kriegt ihr hier, Holz kriegt ihr hier. Also alles, was man halt so hier oben auswählen kann. Dann, wo wir stehen geblieben, Marktplatz. Da könnt ihr dann Sachen verticken. Das kann ich euch jetzt mal vorführen. Item verkaufen. Machen wir mal. Wo haben wir das Ei? Da seht ihr, ich habe jetzt hier fast 500.000. Heißt, ich verticke jetzt mal 450.000. Und das Schöne ist, da der Marktplatz leer ist, kann ich recht hohe Summen verlangen. Deswegen verlange ich jetzt pro Stück 15.000. Und würde dann wahrscheinlich würde dann definitiv einen sehr hohen Ertrag haben. Da nämlich die meisten hier in dem Spiel schon sehr hoch gelevelt sind. Aber wenn jetzt jemand von euch reingeht, kann ich euch, wie schon gesagt, pushen. Oder euch halt helfen. Dann kommen wir weiter zum schwarzen Brett. Da könnt ihr hier ein Gesuch erstellen und könnt reinschreiben, was ihr dafür geben wollt. Das Beispiel mache ich euch jetzt am besten. Was könnt man da nehmen? Nehmen wir mal als Beispiel. Wo hätten wir es denn? Black Bull. Wo ist es? Black Bull ist zum Beispiel sowas wie das Red Bull, kann man sagen, bei uns. Machen wir jetzt mal Zahl 2 und jetzt müsst ihr genau aufpassen, weil es steht dann, welchen Stückpreis willst du zahlen? Ich mache jetzt zum Beispiel, weil Black Bull ist recht teuer, machen wir jetzt mal 15 Millionen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Und jetzt würdet ihr gleich sehen, dass ich im Endeffekt 30 dass mir jetzt der 30 Millionen abgezogen wird. So müsste da jetzt 776 dann stehen. Und zack. Mir wurden 30 Millionen abgebucht, weil ja das der doppelte Preis ist. Da müsst ihr halt ein wenig aufpassen, dass ihr euch da nicht verschätzt, dass ihr finanziell eben euch da nicht vertut. Dann Privathandel, den würde ich jetzt zum Beispiel nutzen, um euch zu pushen. Da könnte ich euch dann irgendwas schicken. Dann wie viel ich halt will, und dann würde ich halt 1 Euro eingeben und dann würde das eben euch, würde ich euch das zuschicken können und euch damit helfen. Und hier kann man noch Items versteigern. Das machen wir jetzt zum Beispiel mal mit, was hätten wir da noch? Machen wir zum Beispiel die Stinkbombe. Startgebot machen wir jetzt mal 25.000. So. Und da können die Leute dann drauf bieten. Dann hätten wir die Stadt abgehakt. Dann sind wir in der Umgebung. Da geht es jetzt los. Da kann man eben sich die Objekte holen. Und ihr seht schon, zwei Dinger sind jetzt bei mir noch gesperrt. Und da geht man jetzt am besten drauf. Und das ist gut, wenn man Skill recht hoch geskillt hat. Weil wenn man jetzt hier auf Angelorte geht, müsste man achten. Mir fehlen hier 8.425. Heißt normalerweise, logisch, wäre jetzt ein neues 8.424. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann werdet ihr jetzt dann gleich sehen, wenn ich, wenn die Minute abgelaufen ist, dass ich dann gleich mit einem Schlag mehrere Punkte abgezogen bekomme, weil ich ja den Skill hochgelevelt habe. Das zeige ich euch dann, wenn wir dann später nochmal hier switchen. Dann im Bergwerk könnt ihr einfach ganz normal abbauen, dann kriegt ihr halt Stein oder irgendwas. Wenn ihr Glück habt, vielleicht mehr Gold oder so. Dann hier könnt ihr sammeln, jagen oder Steine schlagen. Steine könnt ihr aber auch im Grundmarkt hier kaufen. Aber hier kriegt ihr das halt kostenlos. Im Wald im Endeffekt das gleiche, nur dass ihr noch da Holz hacken könnt.
Und im Sumpf, da könnt ihr spezielle Sachen finden. Der Punkt seid ihr. Und das ist die Umgebung um euch. Heißt, ich laufe jetzt zum Beispiel mal hier hin. Dann bin ich unterwegs und dann seht ihr, dass im Endeffekt sich das pixelmäßig bewegt. Und dann müsst ihr bedenken, dass das, glaube ich, alle 24 Stunden zurückgesetzt wird. So, dann müssen wir mit dem Angeln fertig sein. Genau, sind wir auch, oder? Nee, ich glaube, ich bin noch nicht, oder? Nee, ich angel noch. Da muss man nochmal draufklicken und jetzt seht ihr, ich habe hier massenhaft bekommen. 10, 20, 25, 30, also ihr habt ja schon etliches gekriegt. Und jetzt, wenn wir mal auf Angelorte nochmal klicken, dann seht ihr, dass hier sich das immens verändert hat. Dass ich jetzt hier eben 30 abgezogen bekommen habe. Und das ist natürlich gut, wenn man dann sein Skill recht hoch hat. So, da hätten wir nämlich die Umgebung auch schon wieder durch. Und dann wären wir jetzt bei Clan. Und das ist eben jetzt so, dass wenn ihr keinen Clan seid, habt ihr natürlich dieses Kapitel nicht. Aber wenn ihr im Clan seid, ich erkläre es euch trotzdem jetzt mal. Ja, ihr seht hier GTA-Fans. Das ist ein uralter Clan, den habe ich schon seit Ewigkeiten. Und ihr seht jetzt hier die Beschreibung, die ich reingeschrieben habe. Und man kann hier übrigens auch ein bisschen so eine Art Kredit nehmen. Es sei denn, ihr seid jetzt im Clan, dann werde ich jetzt natürlich ein wenig anders machen, weil das wird dann auch ein bisschen anders ablaufen. Ja, da gibt es dann auch wieder Aufgaben, die wir erfüllen können als Clan, als Team. Und zwar hier zum Beispiel Lux, muss man halt einen abgeben und ja, dann, wenn wir das alles geschafft haben, dann kriegen wir eben Punkte. Und so weiter. Ich weiß nicht, was wir dann kriegen, aber wir kriegen auf jeden Fall dann dementsprechend Punkte etc. Dann die Bonnie, das ist eben, das ist dann sowas wie die Ausbaustufen, wie ihr seht, und die muss man halt dann starten und die kosten den Clan Geld. Aber ich meine, in der Clankasse ist ja genügend, wenn man das sieht. Ich meine, da ist ja massenhaft Geld drinnen. Und daher ist es so, dass ich mir dann auch immer irgendwas rauszahle, weil das Geld ich überwiegend eingezahlt habe. Daher zahle ich natürlich mir dann auch immer wieder mal Geld raus, aber ich kann auch euch damit helfen, das ist kein Problem. So, dann Rundnachricht, da kann man dann an alle Mitglieder was rausschreiben, ist ja klar. Kennt ihr Rundnachricht? Sagt ihr schon alles? Ja, Klangkasse, da seht ihr dann nochmal, was ist, und dann seht ihr eben, was ich mir selber immer wieder mal Geld rauszahle. Dafür aber auch immer wieder hier, was einzahle. Ich kann auch da wie eben dann euch zum Beispiel auswählen und kann euch dann Kohle schicken. Bewerbungen haben wir jetzt gerade keine, da würdet ihr natürlich dann drin stehen und Einstellungen ist eigentlich mehr Admin-Sache, wie ihr seht. Da kann ich dann, glaube ich, euch auch Admin befördern. Co-Admin, okay. Ja, wie ihr es hier seht, das ist natürlich schön hier eigentlich, dass ich da alles einstellen kann auch noch. So, dann wären wir eigentlich soweit durch. Hier ist noch euer Postfach. Da könnt ihr dann Nachrichten schreiben an Spieler. Müsst dabei den Spielernamen merken und so weiter. Eingang, Ausgang kennt ihr ja alles, ne? Ist im Endeffekt wie ein E-Mail-Postfach. Und man kann ja auch Nachrichten archivieren, aber ich habe noch keine archiviert. So, dann hätte ich jetzt mal gesagt, dann gehen wir mal schnell mit Sumpf machen, dass ihr das anders seht. So, ich habe jetzt. Hier gibt es nichts als Matsch. Da habe ich jetzt natürlich nichts bekommen. Dann könnt ihr den Chat auch oder ausblenden. Ich lasse ihn immer drin. Dann Ereignisse, da steht dann drinnen, was passiert ist. Dann die letzte Zeit. Und da steht auch immer drin, das steht im Chat, was eben gesucht wird. Dann kommen wir zu den Premium-Punkte. Da könnt ihr die zum Beispiel jetzt einlösen. Und dann seht ihr, ein Tag kostet 16 Premium-Punkte. Das heißt, ich kann jetzt da ein paar Tage verlängern. Und dann könntet ihr aber auch für mehr Premium-Punkte euch da was erstellen. Und dann seht ihr, dann habt ihr 90 Tage Premium oder 30 Tage Premium. Und mit dem Skill-Coupon könnt ihr eure Skills wieder komplett anders setzen. Und dann Premium-Einstellungen habe ich jetzt zum Beispiel. Ich kann die Werbung ein- oder ausschalten. Ich lasse das jetzt einfach mal an.
Ah, ja, genau. Man kann hier 4 Punkte, indem man hier und hier draufklickt und für das Spiel hier votet, kann man da eben auch noch ein bisschen Premium-Punkte farmen, sozusagen. Dann ja, Rangliste. Ihr seht, da ist jetzt zum Beispiel da. Ja, Moment, ich muss mal hier runter scrollen. Da sind dann die ganzen Leute drin. Ich muss mal gucken, wo bin ich überhaupt? Ich gebe mal ein. Rowdy. 3. Ich müsste aber auch relativ weit sein. Da 159 bin ich. Also auch nicht gerade niedrig. Eine Gebäuderangliste, wo stehe ich da? Ah, da stehe ich sogar auf Platz 14. Also ziemlich weit oben. Clan-Rangliste, die ist man natürlich nicht so gut. Wo haben wir da die GTA-Fans? Da sind sie doch. 85. Ja, wo waren wir da stehen im Ranglisten? Ja, dann Profil. Könnt ihr euch dann anlegen, wie euch passt. Ah, da bist sogar mein YouTube-Kanal schon drin. Wie geil. Ja, da seht ihr natürlich, Raudi93 heißt ich. Da könnt ihr mich dann dementsprechend suchen oder anschreiben. Und das oder auf Rangliste klicken. Spielregeln solltet ihr euch durchlesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit ihr dann da keinen Fehler macht und dann nicht vom Spiel verbannt werdet. Was ist in der Einstellung noch? Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Passwort und E-Mail ändern, okay. Ja, ihr seht ja hier jetzt die E-Mail-Adresse, die ist aber überflüssig, weil auf die schaue ich fast nicht. Wenn ihr meine E-Mail gucken wollt, die steht einmal in der Beschreibung drinnen. Ja, das war's dann soweit. Dann wären wir soweit durch mit dem Spiel. Mit den Erklärungen. Ihr könnt übrigens hier auch private Nachrichten noch senden oder clan-interne Nachrichten. Ne? Das hätten wir dann auch noch. Okay, dann bedanke ich mich jetzt mal beim Zuschauen bei diesem Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr über meinen Kanal auch ein bisschen Werbung macht. Also, wenn ihr sozusagen Freunde oder so kennt, die sich auch gerne meine Let's Plays oder so anschauen oder vielleicht so gerne zocken, empfehlt doch einfach meinen Kanal weiter. Das würde mir helfen und dann können wir auch als Community wachsen. Wäre natürlich schon schön, wenn ihr da ein bisschen bei eure Freunde mal ein bisschen schwätzt und sagt, ey, da ich kenne einen guten YouTuber. Wäre natürlich schön, wäre ich euch echt dankbar. Ja, wäre auch super, wenn ihr mal bei MC Disaster vorbeischaut und ihn auch ein bisschen unterstützt. Der macht WWE Let's Plays und er macht das auch ganz gut und alles. Er ist aber noch ziemlich am Anfang, also der hat jetzt, glaube ich, 9 oder 10 Abos, weil er eben erst vor, glaube ich, 3 Monaten oder so eingestiegen ist. Wäre auch mal cool, wenn er mal bei ihm vorbeischaut und zum Beispiel jetzt sein letztes Video anklickt, da hat er sein neues Intro schon drin. Und alle, denen ihre Kommentare ich jetzt nicht beantwortet habe. Ich habe jetzt halt bis zum 19.10. glaube ich alle Kommentare beantwortet. Alle, die dann davor waren, hab ich jetzt leider nicht beantwortet. Aber ihr könnt ja gerne nochmal einen Kommentar da lassen. Und dann beantworte ich die. Und ab den 1.3. werde ich meinen Kanal dann definitiv neu starten. Also, wie ich es schon angekündigt hatte, dass ich dann im Endeffekt die Let's Plays als beendet anerkenne und dann nochmal alle von vorne beginne, da mein Zockerrechner wieder aus der Reparatur da ist. Das heißt, ich werde in die Tage einrichten und werde dann ab 1.3. sozusagen neu mit Intro neu starten und mit neuer Beschreibung spätestens am 1.4., je nachdem wie ich es schaffe. Aber ich will gucken, dass ich es ab 1.3. schaffe. Muss ja mal gucken, das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Den Teamspeak werde ich euch auch mal unten rein posten, wie der Teamspeak, wie die IP ist. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und die ganzen Gaming-Server werden auch alle auf V-Server umgebaut. Das heißt, da ist leider momentan nicht so die Erreichbarkeit da, aber die werden Stück für Stück umgebaut und dann müssten die, sage ich mal, in einem halben Jahr langsam alle wieder Stück für Stück erreichbar sein. Ja, habe ich noch irgendwas zu sagen oder noch so? Ich glaube, ich bin jetzt soweit durch. Ja, falls ihr auch mal Bock habt, mit mir zusammen was aufzunehmen und selber einen YouTube-Kanal habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal Kommentar da lässt oder vielleicht mal auf meinen Teamspeak vorbeischaut.
dann kann man da bestimmt irgendwas einrichten, weil man muss ja auf YouTube ein bisschen zusammenhalten. Ja, dann hätte ich mal gesagt, bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch bestimmt gefallen und ja, falls ihr neu seid, lasst doch ein Abo da, das wäre echt super. Habe ich zwar vorhin schon gesagt, ich sage es jetzt einfach nochmal. Und ein Like wäre auch nicht schlecht. Und ja, dann danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.